Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu dem versprochenen Let's Play WoT. Euer Kommandant heute wieder, Simobor. So, und bevor jetzt irgendwer kommt mit, ey Leute, ey Simobor, mach mal nicht so viele Replays. Ich habe im letzten Video schon angekündigt, dass ich das hier wieder hochlade, weil das einfach die zu geile Schlacht war. Wir fahren hier ein Angriffsgefecht auf der Map Ehrenberg. Ich werde natürlich wieder zur Festung fahren, weil das einfach gut ist für Heavies. So, unterwegs bin ich mit meinem allseits bekannten und von mir sehr geliebten 110er, der jetzt inzwischen auch schon richtig aufgemotzt ist, mit allem drum und dran. Also, Waffenbrüder fehlt noch, aber ansonsten habe ich jetzt alles. Nachladezeit liegt dementsprechend um 8 Sekunden, wie ich auch schon im letzten Video erwähnt habe. Was natürlich bei diesem Panzer richtig geil ist, weil du kannst einfach zweimal auf den Gegner schießen, bevor der überhaupt Maus sagen kann, ja? So. Gut. Jagdpanzer kommt mit, habe ich auch den Panzer. Ziemlich geiles Teil von der Kanone her. Tarnwerte eigentlich sind nicht so toll. Ich empfehle euch, macht lieber den anderen Baum und geht zur Rheinmetall. Cromwell habe ich erforscht, aber noch nicht gekauft. Ich bin eigentlich Dauerpleite. Ne, sehr jetzt kleine Ausnahmen hier. So. Okay, keine Ahnung, was mir eingefallen ist, dass ich da jetzt stehen bleibe. Ich schwimme mal ein bisschen vor. Du, bisschen rumfahren. Ja, macht Spaß. Okay. Ich greife an. Ah, ist noch nix. Ah, Fisch, also ich habe gedacht, okay, ich schieße jetzt lieber, bevor du in die Ecke verschwindet. Ich wusste nicht, dass der so mega lange dafür braucht. Cromwell ist schnell wieder weg. So. Bei 110er muss man immer aufpassen, wie bei der IS-3, dass man vorne eine gebogene Panzerung hat und sich halt dementsprechend auch hinstellt. Wenn ihr euch decken wollt gegen einen Gegner, kleinen Tipp zur Verteidigung, immer möglichst frontal an ihn ran und passt auf, dass euer Dreieck da unten immer schön gedeckt ist, weil das ist einfach weich wie Butter. Während der obere Teil so hart ist, dass sogar Stufe 10 Panzer dran bauen. Ziemlich geil, die Panzerung. Und ist auch noch viel mehr angewinkelt als bei der IS-3, was den Vorteil hat, dass viele Gegner nicht wissen, wie sie die durchschlagen sollen. Weil die Winkel einfach nochmal ganz anders sind. So. Und Volltreffer. So, bis jetzt noch nicht so viel passiert. Ich habe schon meinen ersten Treffer an der feindlichen IS-3 angebracht. Aber links die IS muss man im Auge behalten. Auch das hier nur mal als Ratschlag gemeint. Egal, ob ihr euch gerade mal einen 1 gegen 1 Kampf gegen einen anderen, auch wenn der Kampf noch so heftig ist, wenn ihr euch gerade in einem Kampf gegen einen feindlichen Panzer befindet, haltet immer ein bisschen die Minimap im Auge, damit ihr nicht von hinten umfahren werdet. So. Ich habe jetzt sehr vorbildlich auf das Dreieck unten gezielt. Da kommt ihr nämlich unter Garantie durch. Obwohl dazu, wo man da durchkommt, sage ich gleich noch mal. So, schön. Also den habe ich jetzt eben gerade erstmal halb alleine zerlegt, ne? Nur mal so. Ich hoffe, die S3 da hinten zu. Die ist aber auch gleich tot. Aber ich habe, ja genau, ich habe ein bisschen Sorge, dass die jetzt alle gleich drauf gehen, weil der IS ist wirklich ein sehr starker Panzer. Bäh, hör auf, mir meinen Kill zu klauen. IS2 ist auch ein sehr geiler Panzer, bin ich auch sehr gerne gefahren. Ich kann euch die IS-Reihe hier von den Chinesen allgemein nur sehr empfehlen. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass bis zur Stufe 8 die Panzerung eher gewöhnungsbedürftig ist. So, ihr seht, wir sind hier sehr weit vorgekommen, aber der Gegner, wenn ihr mal unten rechts auf die Minimap guckt, ist dann unsere Spawnpoint und greift jetzt von hinten an. Behaltet das auch immer im Auge, ne? Also, ich weiß, die Teams sind schlecht koordiniert, aber naja. So. Boom. So, sehr schön. Erster Kill in der Runde. Gleich erstmal unsere IS-3 gerettet. So, von rechts kam ein Schuss, ne? Auch immer, wenn ihr merkt, irgendwo in der Nähe bei euch schlägt was ein, dann... So, schön, zweiter Kill. Also, wenn ihr merkt, irgendwo in der Nähe schlägt was ein, dann geht am besten erstmal schön in Deckung, ne? So, ich weiß, da hinten steht noch der Jagdpanzer, das heißt, ich wage mich da jetzt erstmal nicht ran, suche eine bessere Position. Weil ich ja weiß, von rechts kommt Gegner, ne? Muss man immer schön im Auge behalten.
So, und jetzt natürlich nicht den Turm drüber strecken, weil der feindliche Jagdpanzer hat viel mehr Sichtweite als ich. Der sieht mich, der knallt mich ab, ohne dass ich weiß, woher. So. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht bedacht hatte, der ist schon tot, ne? Also das ist der T25AT. Der ist auch schon tot, das hatte ich da noch nicht bedacht. Das habe ich wahrscheinlich jetzt gemerkt. So, jetzt traue ich mich auch wieder ein bisschen mehr. So, von hinten werden wir überrannt. Da ist noch die S2 und die Black Prince. Und dagegen steht eine AMX, CDC, eine SU-100 und eine Cromwell. Und eine A44, also die werden sich da nicht lange halten. Ich drehe mich um. Gehe erstmal hier in die super Feuerstellung. Wie man es von vorne sieht, mein Dreieck ist gedeckt. Da kann man fast nicht reinballern, wegen diesem kleinen Hügel davor. Und zack, 300 Schelle auf dem A44. Tja, der... Alle, die da jetzt stehen, haben vergessen, dass ich hier noch bin. Ich habe eine kleine Schelle eingesteckt und habe einen von denen gekillt. Also, egal wie heftig der Kampf gerade ist, vergesst niemals, wo der Feind ist. Es wird euch sonst das Leben kosten. Zack. Boom. So macht man das. Also Leute, nicht nur gute Panzer haben, sondern auch mit denen umgehen können. Naja, tschüss, Kroppe. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Ziel erfasst. So, ich habe noch genug Leben. Ich weiß, der kann mich nicht one-shot killen, aber ich den weggeballert. Und ich würde mal sagen, das war doch mal ein astreiner Sieg, Leute. Ich habe genau ein Drittel des feindlichen Teams im Alleingang gekillt, ja. Gute Panzer reicht nicht nur, man muss auch damit umgehen können. Und ich muss gestehen, ich habe ungefähr 3 Jahre Spielerfahrung. Also, ich glaube, ich darf mir da schon was drauf einbilden. So, das war's erstmal zu diesem Match. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Likes da, schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin auch immer offen für Kritik und Anregungen. Wenn ihr das Video davor nicht gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall an. Das war auch eine sehr schöne Schlacht, in der ich auch noch mal ein bisschen was gerissen habe. Genau, eben gerade habe ich ja versprochen, ich sag mal was kurz zu IS-30. Ich habe ja in dieses Dreieck geschossen, aber mit der mit dem 110er und nur mit der 145mm Durchschlagskanone bin ich nie durch den IS-3 durchgekommen. Nie. Also danke WOT dafür, ne? Okay, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Ich wünsche euch noch gute Spiele, erfolgreiche Schlachten mit allem drum und dran. Ciao, ciao und bis dann.